Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht jetzt um die sogenannten myrekursiven Funktionen und wir wollen in diesem Video einfach erstmal nur die Definition der myrekursiven Funktionen verstehen, also was ist das, was sind das für Funktionen und ein paar Beispiele sehen. Und vorher möchte ich mal kurz noch eine Übersicht geben, wo die myrekursiven Funktionen sich einordnen lassen. Wir hatten ja bei der Frage, was ist berechenbar, hatten wir verschiedene Berechnungsmodelle gesehen. Turing-Maschinen und While-Programme, ja, die würde man Turing-vollständig nennen, diese beiden Berechnungsmodelle. Dann hatten wir quasi ein gescheitertes Berechnungsmodell gesehen, die Loop-Programme, mit denen kann man fast alles berechnen, aber manche Sachen eben nicht, zum Beispiel die Ackermann-Funktion nicht. Ja. Die Loop-Programme kann man sehen als eine Einschränkung der While-Programme. Dann hatten wir die primitiv-rekursiven Funktionen gesehen, die sich gleichmächtig zu den Loop-Programmen herausgestellt haben. Also ebenfalls knapp gescheitert. Fast alle Funktionen, die wir so in der Praxis uns anschauen, sind primitiv-rekursiv, aber eben nicht alle. Die Ackermann-Funktion, die war ein Beispiel für eine Funktion, die nicht primitiv-rekursiv, auch nicht loop-berechenbar ist, aber die man berechnen kann, zum Beispiel im While-Programm mit einer Turing-Maschine. Und jetzt könnte man sich ja fragen, wenn die primitiv-rekursiven Funktionen auch so eine Art gescheitertes Berechnungsmodell sind, was muss man denn dazu tun, um daraus wieder ein Turing-vollständiges Berechnungsmodell zu machen? Und der my-Operator, den wir jetzt kennenlernen gleich, der ist eine Möglichkeit, um die primitiv-rekursiven Funktionen so zu erweitern, dass sie jetzt wieder alles können, dass man damit alles berechnen kann. Und wir werden dann auch sehen, dass der my-Operator, der jetzt dazu kommt, dass der in etwa einer While-Schleife entspricht. Ja, die While-Schleife ist ja genau das, was den Loop-Programmen gefehlt hat. Die While-Schleife macht ja so eine Art unbeschränkte Berechnung, also bei der nicht klar ist, wie lange sie dauert, die einfach immer wieder durchgeführt wird. So was Ähnliches macht der my-Operator auch. Ja, also der my-Operator ist, könnte man sagen, der ist nur eine andere Art einer While-Schleife. Ja, eine While-Schleife in dem Kontext der primitiv-rekursiven Funktionen. So, dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem my-Operator. Hier sehen wir ihn schon, ja, mit dem my-Operator können wir neue Funktionen berechnen. Und zwar macht er Folgendes mit einer Funktion, grob gesagt, er sucht nach der kleinsten Nullstelle. Ja, was ist damit gemeint? Wenn wir irgendeine Funktion nehmen, f, und sagen wir mal, das ist eine n plus 1 stellige Funktion, ja, die kriegt n plus 1 Zahlen als Eingabe und gibt eine Zahl aus, dann können wir μf definieren. Das ist jetzt eine neue Funktion. Die nimmt nur n Eingaben, ist eine n-stellige Funktion. Und zwar macht die das so. Wir machen es mal an diesem Beispiel einfach direkt. F von x und y, das soll mal sein 4 modifiziertes minus x plus y. Das heißt, für die Funktion f könnten wir so eine Wertetabelle machen für alle möglichen Werte von x und für alle möglichen Werte von y. Kann man hier den Wert eintragen. Also 4 minus 2 Nullen ist immer noch 4, aber hier steht dann nur eine 3, hier steht nur eine 2, hier steht nur eine 1, hier steht nur eine 0. Und weil wir nur mit natürlichen Zahlen arbeiten, wenn die Differenz negativ wird, dann ist das Ergebnis trotzdem 0. Ja? Das heißt, so sehen die Werte hier aus. Dann haben wir hier eine 3, die Zeile sieht dann so aus und den Rest zeichne ich mal direkt ein. Ja, so würde die Wertetabelle aussehen für unsere Funktion f, für die ersten paar Werte. So, μf ist jetzt eine neue Funktion, eine einstellige Funktion. Wir können uns das so vorstellen, die bekommt nur noch den ersten Wert oder quasi die bekommt alle Eingabewerte außer das letzte Argument hier. Und die guckt dann, was ist die kleinste Zahl, die man für das letzte Argument einsetzen kann, sodass bei f 0 rauskommt. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, was ist μf von 0, dann setzen wir für x diese 0 ein. Ja, sind jetzt also hier in dieser Zeile und gucken, wo ist hier die kleinste Nullstelle. Ja, hier wird das erstes Mal 0, das ist bei 4. Das heißt, der Wert von μf von 0 ist 4. Und μf von 1 ist dann zum Beispiel 3, weil die kleinste Nullstelle bei der Funktion, wenn wir bei f schon 1 eingesetzt haben, die kleinste Nullstelle ist dann 3. Also μf von 1 ist 3, μf von 2 wäre dann 2, μf von 3 wäre 1 und μf von 4 und auch von allen anderen größeren Zahlen wäre immer 0. Also nochmal zusammengefasst, wenn wir irgendeine n plus 1 stellige Funktion haben, dann können wir ein μ vor diese Funktion schreiben, das ist eine n-stellige Funktion. Und wie berechnen wir die? Wir kriegen n Zahlen,
Wir setzen diese n-Zahlen in die ersten n-Stellen von f ein, dann ist nur noch quasi eine Stelle, die allerletzte Stelle, in die wir noch nichts eingesetzt haben. Das heißt, dadurch wird das f quasi zu einer einstelligen Funktion, ja, zu einer ganz normalen Funktion, die eine Zahl entgegennimmt und eine Zahl zurückgibt. Und bei dieser Funktion kann man sich dann sinnvollerweise fragen, was ist da die kleinste Nullstelle? Also was ist die kleinste Zahl, die ich hier reinstecken kann, dass irgendwann 0 rauskommt? Und diese kleinste Zahl, das ist der Funktionswert von μ f an dieser Stelle. Und vielleicht wird der Zusammenhang zu einer While-Schleife auch schon so ein bisschen klar. Ja, was müssen wir zum Beispiel machen, um μ f von 0 zu berechnen? Ja, wir berechnen f von 0,0, wir berechnen f von 0,1, wir berechnen f von 0,2 und so weiter, bis da irgendwann mal 0 rauskommt. Und wir haben vorher keine Ahnung, wie lange das dauern könnte, ja? Es ist wie so eine While-Schleife, die sagt, rechne die Funktionswerte aus, bis da irgendwann mal 0 rauskommt. So, und die μ-rekursiven Funktionen, die sind jetzt im Wesentlichen genau die primitiv-rekursiven Funktionen, nur dass man noch den μ-Operator benutzen darf, um neue Funktionen aus alten Funktionen zu kreieren. Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, die wir da besprechen müssen. Ja, was kann hier nämlich noch passieren? Es könnte ja mal passieren, dass hier niemals 0 rauskommt. Also dass hier in einer solchen Zeile niemals 0 rauskommt, was ist dann μf von dieser Zahl hier? Ja? Diese Frage müssen wir noch klären und das machen wir auch mal in einem Beispiel. Nehmen wir mal diese Funktion g hier. G von xy ist jetzt einfach x plus y. Hier haben wir wieder eine kleine Wertetabelle dafür. Und was ist jetzt μg? Ja, was ist das für eine Funktion? Es ist eine einstellige Funktion, die bekommt nur einen Wert als Eingabe. Und relativ klar ist, dass μg von 0 gleich 0 ist. Ja, wenn wir x gleich 0 setzen, was ist die kleinste Zahl, die wir für y einsetzen können, so dass da 0 rauskommt? Naja, auch 0. Ja, hier kommt direkt 0 raus. Aber was ist μg von 1? Ja, wenn wir uns mal diese Zeile hier angucken, da wird niemals 0 rauskommen. Ja, alle Werte hier sind größer als 0, denn wir rechnen ja 1 plus eine nicht negative Zahl, kommt niemals 0 raus. In diesem Fall würde man sagen, μg von 1 ist undefiniert. Und genauso verhält es sich dann für μg von 2, μg von 3 und μg von allen größeren Zahlen. Also anders nochmal gesagt, wenn g die Additionsfunktion ist, dann ist μg die Funktion, die der 0 die 0 zuweist und allen anderen Zahlen undefiniert zuweist. Das heißt, die Funktionen, mit denen wir ab jetzt arbeiten, die geben nicht unbedingt für alle Eingabewerte auch einen Ausgabewert. Es kann auch mal sein, dass der Ausgabewert undefiniert ist. So, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter denkt, was heißt es, wenn Ausgabewerte undefiniert sein können? Dann können auch mal Eingabewerte undefiniert sein, denn wir verknüpfen Funktionen ja miteinander. Ja, wir sagen, nimm erstmal die Funktion, das Ergebnis steckst du in diese Funktion rein und so weiter. Das heißt, wir können jetzt auch Situationen haben, wo die Eingabe ein undefinierter Wert ist. Und da gibt es jetzt eine Sonderregel, wie der μ-Operator sich verhält, wenn einige Eingabewerte undefiniert sind. Ja, stellen wir uns erstmal vor, h ist irgendeine Funktion, die nimmt zwei Zahlen x und y entgegen. Ja, und ich habe jetzt nur eine Zeile aus der Wertetabelle von h gemalt. Ja, sagen wir, h, wenn wir x gleich 3 setzen und y diese Zahlen hier, dann sind das die Funktionswerte. Ja? Und hier kommt ein undefinierter Wert vor. Wir würden in dem Fall sagen, das spielt überhaupt keine Rolle für uns, dass der hier undefiniert ist, denn wir finden vorher schon die erste Nullstelle. Ja? Das ist erstmal ganz so, wie wir es vorhin hatten. Ja? μh von 3 ist einfach die kleinste Nullstelle, wenn wir für x gleich 3 einsetzen und das ist in dem Fall die 2. Ja? Bisher nichts Ungewöhnliches, aber angenommen, wir hätten diese Funktion hier f und die sieht fast genauso aus wie h, nur dass hier, wo die Nullstelle war, ist eine 3. Ja? Das heißt, die erste Nullstelle ist nicht hier, die ist hier hinten bei der 6. Ja? Hier ist die erste Nullstelle. Man würde vielleicht erwarten, dass wir dann sagen, okay, dann ist μ f von 3 gleich 6. Aber nein, wenn hier ein undefinierter Wert vor der ersten Nullstelle kommt, dann sagen wir, dass μ f von diesem Wert undefiniert ist. Warum machen wir das? Na, man stellt sich diesen μ-Operator schon wirklich so vor wie so eine While-Schleife, der hier durchgeht und erstmal den Funktionswert berechnet, dann den, dann den, dann den und so weiter. Und der sucht nach der ersten Nullstelle. Aber wenn er hier auf ein undefiniert trifft
undefinierte Werte kam ja ursprünglich nur daher, dass es für irgendeine Funktion, die jetzt benutzt wurde, um f zu bauen, mal keine Nullstelle gab, ja. Das heißt, um diesen Funktionswert hier zu berechnen, so könnte man sich das jetzt vorstellen, ja, würde das Programm, was den berechnen soll, in eine Endlosschleife gehen und wir würden niemals dazu kommen, hier weiter zu rechnen und hier weiter zu rechnen und dann festzustellen, hier ist die kleinste Nullstelle, ja. Aber das ist jetzt nur schon so ein bisschen Intuition, Vergleich mit While-Schleifen, ja. Ihr könnt das einfach erstmal akzeptieren, dass wir suchen nach der ersten Nullstelle und der Wert ist tatsächlich der Wert der ersten Nullstelle. Falls all diese Werte vorher wirklich definiert sind und dann eine Null kommt, ja, dann ist es der Wert der ersten Nullstelle, nämlich hier die 2. Und falls irgendwann mal undefiniert vor der ersten Nullstelle vorkommt oder falls es überhaupt keine Nullstelle gibt, dann sagen wir μ g oder μ f in dem Fall von dieser Zahl ist undefiniert. Und eine letzte Sache müssen wir noch klar machen, und zwar, wir arbeiten ja eigentlich mit primitiv-rekursiven Funktionen, und wenn wir jetzt die Komposition zum Beispiel von Funktionen bilden, und da ist irgendein Eingabewert undefiniert, dann sagen wir, die Ausgabe ist dann auf jeden Fall auch undefiniert. Und genauso bei der primitiven Rekursion, wenn wir eine Funktion durch primitive Rekursion definieren und ein Eingabewert ist undefiniert, dann sagen wir, dann ist auch der Ausgabewert undefiniert. Ja, das also soweit zu undefinierten Werten. Ja, die sind jetzt möglich. Das heißt, man nennt dann die Funktionen auch wieder nur partielle Funktionen. Ja, eine partielle Funktion, das heißt einfach, sie muss nicht jedem Eingabewert einen Ausgabewert zuordnen. Manchmal darf der auch undefiniert sein. Ja, bei primitiv-rekursiven Funktionen und loop-berechenbaren Funktionen waren alle Funktionen total. Bei Turing-Maschinen und While-Programmen war es aber nicht so und bei den μ-rekursiven Funktionen ist es jetzt auch wieder nicht so. Das heißt, da haben wir jetzt wieder partielle Funktionen möglicherweise. So, und hier sehen wir jetzt die Definition der μ-rekursiven Funktionen. Und zwar erstmal, das hier ist alles, was wir bei den primitiv-rekursiven Funktionen hatten. Ja? Also wir sagen jetzt, die Successor-Funktion ist μ-rekursiv, die Nullfunktionen sind μ-rekursiv und die Projektionen, ja. Und wir dürfen auch μ-rekursive Funktionen miteinander komponieren, also verknüpfen. Das Ergebnis ist wieder μ-rekursiv. Und wir dürfen die primitive Rekursion anwenden auf zwei μ-rekursive Funktionen. Das Ergebnis ist wieder μ-rekursiv, ja. Also das hier definiert quasi erstmal die μ-rekursiven Funktionen genauso wie die primitiv-rekursiven Funktionen. Aber wir dürfen jetzt noch eine Sache mehr machen. Wir dürfen den μ-Operator benutzen, ja. Das heißt, wenn wir irgendeine Funktion g haben, von der wir schon wissen, dass sie μ-rekursiv ist und diese Funktion g ist n plus 1 stellig, dann dürfen wir einfach ein μ davor schreiben. Das ist dann eine n-stellige Funktion und die ist genauso definiert, wie wir es hatten. Ja, wenn wir dem μ g jetzt n Werte geben, dann setzen wir diese n Werte in g ein und gucken, was ist das kleinste y, sodass da 0 rauskommt. Ja, und falls g von diesen Werten und z für alle kleineren Werte z als y definiert ist, dann ist dieses y der Ausgabewert, andernfalls undefiniert. Und andernfalls heißt in dem Fall, falls irgendwann mal undefiniert vorkommt vor der ersten Nullstelle, dann ist der Ausgabewert undefiniert. Oder falls es gar keine Nullstelle gibt, dann ist der Wert ebenfalls undefiniert. Machen wir zum Abschluss vielleicht nochmal eine kleine Übung, ob ihr es verstanden habt. Also sagen wir mal, g ist diese dreistellige Funktion hier. G von x, y, z ist 100, modifiziert ist minus x mal y mal z. Also das hier soll das Produkt von den drei Eingabewerten sein. Beschreibt doch mal die Funktion μ g, μ μ g und μ μ μ g. Also ihr habt jetzt kurz Zeit, das Video zu pausieren, denn jetzt zeige ich hier die Antwort. Also das μ g, das ist jetzt noch eine zweistellige Funktion, nimmt zwei Eingaben x und y. Und man könnte sagen, das Ergebnis davon ist 100 geteilt durch x mal y und das dann noch aufgerundet. Das heißen diese Klammern hier. Ja. Das sieht man aber vielleicht nicht sofort. Ja. Ich habe mir dafür auch erstmal die Wertetabelle hingemalt und da habe ich festgestellt, okay, wenn wir x und y, also die ersten beiden Zahlen setzen wir jetzt ein, ja, nur das z bleibt nicht eingesetzt. Wir setzen die ersten beiden Zahlen ein. Naja, und wenn das x oder das y, wenn eins davon 0 ist, dann kommt hier immer 100 raus. Dann steht hier immer 100 minus 0 mal irgendwas, das ist immer 100. Das heißt, es gibt gar keine kleinste Nullstelle. Das heißt, hier überall wird es undefiniert. Ja, wir finden keine Nullstelle von diesen Funktionen.
Wenn wir aber zum Beispiel 1 und 1 einsetzen für x und y, dann gibt es ein kleinstes z, was wir einsetzen können, das 0 rauskommt, nämlich 100. Ja? Wenn x 1 ist und y 1, das kleinste z, sodass dann 0 rauskommt, ist 100. Denn 1 mal 1 mal 100 ist dann 100 und das ist die erste Zahl, sodass hier 0 rauskommt. Das heißt hier, die kleinste Nullstelle ist 100. Wenn x und y multipliziert schon 2 ergeben, dann müssen wir für z nur 50 einsetzen und so weiter. Ja? Und dann sieht man recht schnell, dass es eigentlich nur 100 geteilt durch das Produkt von x und y und eventuell aufgerundet, ja, wenn es keine ganze Zahl ergibt. So, das hier ist also die Wertetabelle für die Funktion μ g. Für μ μ g müssen wir uns jetzt immer die Zeilen hiervon angucken. Ja? Also μ μ g ist jetzt nur noch eine einstellige Funktion. Die kriegt nur einen Eingabewert, nämlich nur das x. Ja? Und wir gucken dann, wenn wir zum Beispiel μ μ g von 2 ausrechnen wollen, was ist die kleinste Nullstelle hier? Wir sehen aber immer, es kommt hier sofort ein undefiniert. Und wir hatten ja gesagt, also selbst wenn hier hinten noch eine 0 kommen würde, ganz egal, der Wert ist undefiniert, wenn hier vorher mal ein undefiniert auftritt. Und das ist in jeder einzelnen Zeile hier so, ja, denn diese ganze Spalte ist undefiniert. Das heißt, dass μ μ g von x undefiniert ist für alle Werte x. Ja. Das μ μ g ist die Funktion, die überall undefiniert ist. So, und was ist dann μ μ μ g? Das ist eine nullstellige Funktion, ja, die kriegt gar keine Eingabe mehr, die gibt nur noch eine Ausgabe. Aber was ist die Ausgabe? Was ist der eine Ausgabewert, den sie immer gibt? Der ist auch undefiniert, ja. Denn die kleinste Nullstelle suchen wir jetzt in der Funktion, die überall undefiniert ist, ja. Und wenn der erste Wert undefiniert ist, dann ist unser Ergebnis auf jeden Fall schon undefiniert. Ja, also μ μ μ g, eine Funktion, die nimmt gar keine Eingabewerte und gibt undefiniert zurück. Ja, und das war's dann erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es war alles verständlich. Wenn nicht, schreibt gerne einen Kommentar. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.